Oder René? Warte mal, Arne und René, habt ihr beide Was ist? Ranger-Decks für die Runden? Ich habe eine, aber ich kann sie nicht spielen. Weil? Weil ich mich mit einer Karte bewege und mit der anderen ein Retaliate mache. Einen was machst du? Retaliate. Den Retaliate hast du ja auf liegen auf dem Platz, oder? Ich habe noch ein Retaliate in der Hand. Aber Okay. der Hartmann hat mir jetzt gerade gesagt, ich soll Nein. zum Hin gehen. Und wenn ich Ganz einen Range habe, dann kurz. gehe ich nicht zum Hin, weißt du? Wir Das ist ja müssen das Schaden Thema. Ich machen. sage noch einmal, wenn ihr euch nur zwei Felder bewegen könnt, ja, ihr müsst mal Platz machen. Ich kann mich zwei Felder bewegen und ich hoffe, dass er sich zwei Felder bewegt. Oder dann stehe ich vor ihm. Ich bin sowieso bald exhausted. Ja, wir müssen uns auch ausmachen, Ihr wer wo steht. stellt euch mir bitte nicht in den Weg, okay? Okay, da, Michi, das ist wichtig, das zu erklären, weil wir sind jetzt davon ausgegangen, dass der Andi tanken Ja, ich würde. weiß noch nicht, ich sage die ganze Zeit, ich bin nächste Runde, ich mache einen Long Rest und danach bin ich weg. Wenn, übrigens, regeltechnisch, ich schaue es nochmal nach, weil ich glaube, es ist so, in dem Moment, wo du exhausted bist, verschwindet auch dein Spielstein. Richtig. Also du stehst dann nicht mehr da und tankst nicht mehr drin. Aber das spricht wirklich dafür, dass du diese Runde tankst und der Andi sein Er Retaliate wird noch sich auflädt. wahrscheinlich zwei, er wird sich wahrscheinlich Ja, zwei das Felder ist zu bewegen. erwarten, ja. Genau, das heißt, der Andi sollte sich möglichst nicht bewegen. Und sollte einen Okay. Range Attack anwenden. Das Einen, gefällt mir gut. und du solltest möglichst spät drankommen, dass du deinen Range Attack auch noch treffen kannst. Okay? Na, spät dran geht leider nicht. Das geht da nicht. Dann hoffen wir, dass das. Triffst du ihn trotzdem? Ich meine, es kommt ja auf die Felder an. Nein. Oh, Ich habe Daniel. Ja, eine passt. Frage an euch. Wenn ich mich Wer in ein kann. Feld bewege, dann kann ich ihn treffen. Ja, dann müsstest du in die Tür rein, da will der Michi hin, Eben, oder? ja. Nein, nein. Ja, genau. Na, ich kann, ihr könnt vor der Tür stehen bleiben und ich kann mich auf die Tür stellen nach meiner Long Rest. Ich mache nächste Runde eine Long Rest, okay? Bekomme Karten auf der Hand. Ich habe nur meine Karte. Ich muss nächste Runde eine Long Rest machen. Ja? Bekomme die Karten mit auf der Hand, hab dann eine Runde Zeit. Er kann mich auch währenddessen. Er kann. Es kann. Es wird ihm nichts passieren, weil er müsste Move mit eins mehr haben, dann kann er halt den Andi einmal hauen. Mein Gott. Nein, ich will keine mehr brauchen in dem Spiel. Ich Und meine. ich hab viele Heilungen auf der Hand auch. Vergiss das, wenn ihr die Heilung brauchst du nicht. Ich habe eine wichtige. Ja. Also wenn du Leute, nichts anderes bitte. zu tun hast, nehme ich die Heilung. Alles, was ihr jetzt überlegt, könnte hinfällig sein, wenn ich euch sage, was ich vielleicht machen könnte. Aber das würde Pläne ändern. Ich könnte mich jetzt auf das freie, da will jemand anderer hin, ich weiß es, aber ich könnte auf das freie Feld vor der Tür gehen, dieser Runde, und in der nächsten Runde dann relativ früh spielen eine Karte, wo ich jedem, der an mich angrenzt, für diese Runde plus eins Angriff gebe. Das heißt, wenn der Bate sich auf dieses Feld bewegt hat, und wir in der jetzt in der folgenden Runde in alle, also hier alle irgendwie auf einem Haufen stehen, auf diesen Feldern, dann können wir alle unsere Angriffe plus eins machen. Alle. Ja, Nächste aber Runde. wenn ich meinen Fernangriff jetzt spiele, habe ich dann keinen Fernangriff mehr. Deswegen erwähne ich das. Ich weiß auch nicht, ob es sinnvoll ist, aber es wäre eine Option, die wir haben. Nein, ich spiele bitte den Fernangriff, weil ich hüpfe. Nächste Runde mache ich einen Long Rest. Ja? Er geht, für mich ist viel mehr. Fernangriff macht nicht viel Sinn. Ich komme recht früh dran und ich stehe jetzt zu weit weg, als dass ich ihn damit treffen könnte. Der Andi wird, wenn der Michi ausscheidet, seine Tankrolle erfüllen müssen. Also für mich macht der Angriff jetzt keinen Sinn. Wie weit kannst du schießen? 3, wenn ich Ja, das dass er sagen nicht darf. durchkommt. Wir müssen nur bedenken, dass der Bate 2 Schaden immer schluckt mit seiner Rüstung. Kannst du mehr als Oh. zwei Schaden machen? Knapp. Hast du Wunde oder sowas dadurch? Nein. Offenbar hat niemand von uns irgendein Wund oder Preußen oder Pierce. Wäre urwichtig, wenn sie früh käme. Regelfrage. René, Ein warte mal, Andi. Reptilier. Warte. Ah, ja.
Ja, weil beides Nee. oben ist. Ja. Ja, das ist Pflicht natürlich, ja. Ich Ja. könnte jetzt Windenergie machen. Ganz kurz nur, ich möchte nur Und zu deinem würde Bedenken. dann aber, er würde sich dann nicht mehr bewegen. Ich möchte nur zu bedenken geben, dass wir. Du hast noch vier Karten auf der Hand mit dem Spellbeamer, ne? Zwei Züge. Das sind zwei Züge. Zwei Züge hast du noch. Im Wesentlichen haben wir drei, ohne dich, Michi, jetzt, zwei Züge, wo wir nochmal voll reinhauen können. Dann brauchen wir alle eine Short Rest, Ich zumindest. sag's mal so, ich hätte einen sehr mächtigen Angriff, vor allem wenn ich mit einer Naturmagie bekomme. Ja. Könnte ich noch mehr Schaden machen. Ich müsste nur an ihn rankommen. Das ist alles. Das könnte in der Runde sich ausgehen. Wenn du in die Tür kommst und er zwei zieht, geht es sich in der Runde aus. Ich kann nicht, ich kann einen Naja, Long du machst Rest. jetzt eine Longrest. Es sei denn, ich könnte, Moment, ich könnte noch eine Short Rest machen. Das Risiko ist halt nur, wenn er nicht weit zieht. Ja, natürlich. Aber ich glaube, wir müssen ein paar Risiken eingehen. Die Gut, dann mache ich Chancen jetzt, sind sehr ist hoch, dass wurscht. er zwei zieht. Pass auf, ich mache eine Short Rest jetzt, okay? Ja. Lass es bei der Ja. Short Rest. Ich möchte jetzt auch was sagen. Ich könnte weiter in den Raum reingehen, aber ich würde nicht vielleicht direkt zu ihm hingehen, sondern mehr zur Seite. Dann muss er uns ein Stück weiter entgegenkommen. Damit könnte ich Wind erzeugen. Und ich könnte mein Retaliate spielen. Das, da würdest du dem René den Wind machen, den er. Ich könnte es relativ früh machen. Aber Wind haben wir eh. Feuer braucht der René, oder? Aber Wind habe ich vorhin gehört. Okay. Feuer Gut. bei Wind. Feuer. Ja. So, Leute, ich flippe jetzt meine Karte. Ich muss sie mischen, ja. Ich mische Ja. sie einmal und ziehe eine Übrigens. weg. Ja, schau mal, welches ist. Aber du darfst eh einen Lebenspunkt hergeben, wenn es die ist, die du unbedingt brauchst. Ich habe jetzt auch ein Ja. bisschen den Überblick Die ist nicht verloren. wichtig. Die ist nicht gut. Richtig. Danke, Ja. tschüss, die restlichen Karten. Eine Sache bitte. Ganz kurz noch, ganz auf der Metaebene. Jetzt, wenn wir lange uns besprechen, bitte nicht irgendwie nervös oder grantig oder irgendwas werden, weil jetzt, wir sind knapp dran am Verlieren oder am Gewinnen, ist es wichtig, dass wir uns gut abstimmen. Also, Er hat Schild 2, Wahnsinn. Ohne Wunde haben wir da gar keine Chance. Und selbst mit Wunde. es wird eine Knapp. Wunde geben. Er wird eine Wunde kriegen. Kann jemand zwei Wunden kriegen? Ja. Aber es ist wichtig, dass du es übernächste Runde schon spielen kannst, nicht erst später. Weil der Rest ist dann eigentlich im Wesentlichen nur irgendwie, dass einer von uns noch lange nicht überlebt. Sag mal, er hat Schild 2. Wie wirkt sich das auf Retaliate aus? Retaliate geht immer voll durch. Das ist ganz Geht voll wichtig. durch. Wenn du Okay. mehrfach Retaliate hast, musst du lange neben ihm stehen bleiben einfach und Ja, das tanken. kann ich machen. Und ich heile ich währenddessen. Das ist eigentlich der wichtigste Ja, Punkt. das kann ich So. machen. Ich schaue jetzt nur, ob Shield eh auch gegen Fernkampfangriffe gilt. Bin mir ziemlich sicher, aber ich will es nochmal nachschauen. Ganz kurz nur. Soll ich in der Runde jetzt eher früh drankommen oder spät drankommen? Spät wäre sicherer, dass ich dann in der Tür stehe. Der Nachteil ist natürlich, es kann natürlich sein, dass einer dann alle vor mir kommen. Das heißt, aber du wirst Fernangriffe, oder? Hey, oh, ich glaube, mich, es macht keinen großen Unterschied. Muss halt daher und er muss halt auch daher, aber ich darf erst nach ihm drankommen. Das macht sehr Dann wohl einen schau, dass du Sinn, möglichst theoretisch. später bist. Ja, okay. René, Entschuldigung, ich muss das trotzdem unterbrechen, was für meinen Zug wichtig ist. Braucht jemand dieses Feld oder darf ich dahin? Also Dieses meinetwegen. freie Feld, Von darf mir ich aus ist es dahin? frei. Von mir aus ist es frei. Vom René glaube ich auch, der wird sich nicht bewegen, dann ziehe ich dahin jetzt. Nur ganz kurz, dass jedem klar ist, keiner geht jetzt rein, ja? Doch, ich Nein. gehe dran.
Ah, es macht keinen Sinn, wenn ich einen Fernangriff mache, weil dann komme ich früh dran und ich erreiche ihn nicht. Es So, macht kommst du keinen früh Sinn. dran? Warte mal, warum kommst du dran früh? Du kannst dir Ja, aussuchen, welche von den zwei Karten du dann spielst. Nach. Du musst nur die ja, Reihenfolge einhalten. ich weiß, und alle Karten, die ich jetzt habe, sind niedrig. Von der Initiative her. Andi, wichtige Frage. Andi, ganz wichtige Frage. Dein Retaliate, ist das einmal oder für mehrere Runden? Nein, nur einmal. Aber ich habe eine Karte, die ich öfter verwenden kann. Naja, so oft wirst du es immer verwenden Ja, können. ich weiß. Nein, puh, das ist nämlich wirklich schwierig. Wir müssen uns wirklich gut jetzt überlegen, ob der Michi oder der Andi jetzt reingehen und das nutzen. Weil Ich der sage Michi euch, ist, wer wenn wird der bei Michi mir seine Sache stehen? jetzt nicht nutzen kann, ist er fürs restliche Spiel nicht mehr zu gebrauchen. Ich möchte auch noch was betonen. Ich habe Retaliate. Ja, ich habe es aktiv. Das heißt, ich möchte in dieser Runde daher springen. Ich hoffe, dass er natürlich nach mir drankommt. Wenn er nicht, ich bin noch eine Runde nachher da. Bei Ja, mir ist dass gerade der was. Opposing Strike noch. Nein, der Michi muss unbedingt sich da Und hinstellen. ich, schaut mal, ich stelle mich daher. Nein, tust du nicht. Nein, soll Und ich nicht, genau okay. deswegen habe ich es Nein, erwähnt. Nein, genau. tust du nicht. Der Michi hat recht. Andi, mach einfach im Wesentlichen nichts in dieser Runde. Oder Okay. nichts, was, also nichts, Gut. was, Ja. wenn Ich du habe einen nur noch vier Fernkampf, Karten. Ich komme dann gar nicht. ich weiß, ich weiß, Ich wenn du spiele einen den Fernkampf, Fernangriff und spiel ihn hoffe mal, dass spät, er so mir. spät wie es geht und du Ja. hoffst, dass er sich in Reichweite bewegen wird. Ja, Weil Michi genau. sein Retaliate ist mehrfach. Solange der lebt, Okay, steht in der Tür und haut dem jedes Mal zwei Retaliate drauf. Das ist unheimlich wichtig. Also der und vor Michi allem, muss tanken. ich überlebe noch eine Runde länger, weil ich glaube, es ist ja so, wenn ich keine zwei Karten mehr in der Hand habe. Also warte mal. Ich habe zwei Karten liegen. Ich habe eine noch auf der Hand, ja. Von diesen zwei Kannst du noch Karten. einmal rasten dann. Eine Long Rest kannst du noch Genau, das machen, heißt, wo er da dich kann ich behaken noch wird. mal, genau so ist Und es. nochmal den Retaliate-Schaden, Ja, genau. genau. Und das ist super. Genau, um das Okay, geht's. das heißt, aber mein Plan ist auch fix, weil ich werde für nächste Runde euch allen plus eins Angriff geben. Alle, die nach mir dran sind, zumindest nächste Runde. Genau, das heißt, du könntest deine Range Attack machen, wenn du Nächste rankommst. Runde. Weil plus 1 gibt dir 3 Schaden, das heißt, ein Schaden kommt zumindest durch. Aber jetzt habe ich doch noch eine Frage. Hilft es jemandem, wenn ich in dieser Runde ihm alle seine Discarded-Karten zurückgebe? Also mir hilft es auf jeden Fall. Achso, discarded. Nein, nein, Lost-Karten würde ich brauchen. Aber es hat, nein, nein, es hat keiner mehr Discarded-Karten. Also das ist jetzt ziemlich. Das Decoy ist auch ein Unsinn, das hilft gar nichts. Oh, Hartmann, oh ja, wenn du mir die, also wenn ich die zwei Karten gespielt habe in der Runde darauf, wenn du vor mir Ja, drankommst das und dir Problem ist, so ich habe das. nichts mehr mit niedriger Initiative. Ich komme nur noch, meine beste Karte ist relativ früh oder nicht wirklich früh. Warte mal, ich Aber muss eine vielleicht. Karte weghauen, eine habe ich noch auf der Hand. Aber wir, das müssen wir, Michi, das müssen wir schauen, dass wir hinkriegen. Das ist wirklich wichtig. Weil wenn du länger überlebst und Retaliate gibst, ist das so super wichtig. Weil, wenn wir uns jetzt, aber ich meine, die anderen müssen auch ihren Schaden machen. Nein, ich muss dann eh weichen und sterben eigentlich. Weil die anderen müssen dann rein. So lange haben wir keine Runden mehr. Warte Ja, das mal. stimmt, ja. Bleib eine Runde noch dort stehen. Ich hoffe, dass ihr nach mir drankommt. Weil, also, naja, ich kann Also ihn ich habe noch. einmal auch noch einen ganz fetten Angriff auf ihn. Okay, gut, wurscht. Dann bleiben wir mal jetzt dabei, so wie es ist. Also, Ja, lasst mich nein, dahergehen, stopp. bitte. Ja, stopp. Ich muss noch schauen, wie ich meine Karten jetzt spiele. Gut. Den Angriff, der ich meine, werde ich jetzt nicht machen. Ich heile niemanden jetzt, Ich möchte ich muss kurz auch sagen. nach ihm drankommen. Ich muss auch nach ihm drankommen. Okay. Ach so, nein, die Karte brauche ich auch. Ja, voll. Ah, ist das ärgerlich? Entschuldigt, ich brauche kurz. Nein, wie mache ich das? Ich muss nächste Runde diese beiden spielen. Ja, Kunstfertig natürlich. Scheiße. Ja, ich werde noch. Nein, geht nicht.
Jetzt wird eine Aktion von mir verfallen. Was lässt sich dann das machen? Der totale Optimist. Wir werden alle sterben, das ist fix. Du, also es kann mir auch keine Ein-Natur-Magie geben, nehme ich an, oder? Nein. Ich könnte Naturmagie machen, aber da müsste ich noch früher drankommen. Ah, das ist Ich. gut. Soll ich Okay. Naturmagie machen? Was machst du diese Runde? Hast du irgendwie großartig jetzt irgendwas vor? Kannst du irgendwas machen Ich überhaupt? kann nur hoffen, dass er nach mir drankommt, dann vor mir drankommt und dann erreiche ich ihn mit meinem Fernangriff. Okay, wenn du mir eine Naturmagie gibst, ja, Das käme mir auch zu dann. Pass. Das schon. Was? Das würde Was? mir auch passen, weil damit kriege ich auch Heilung. Der andere spielt halt sehr spät erst. Aber dann war es das. Dann kann ich die Runde, Du meine machst die Aktion Runde verfallen sowieso lassen. eigentlich quasi nichts. Dann macht die Heilung für dich und das passt dann schon, ne? Okay, ich komme mal zu früh dran und Passt. ich mache Naturmagie. Perfekt. So, jetzt kommen endlich meine Karten auch. Der andere überlegt auch noch seins. Ich werde doch ganz blazing. Ich werde jetzt meinen großen Angriff machen. Wird zwar auch mein Leben ein bisschen verkürzen, aber das ist eh das Einzige, was ich noch sinnvoll machen kann. Was Offensive anbelangt. Und nächste Runde gebe ich ins Allen plus 1 auf Angriff. Nein, nein, nein. Ja, dann haben wir verloren, oder? Nein, normalerweise ist es so, wenn man das Szenario nicht schafft, müssen wir es einfach spielen. Ah, wo habe ich jetzt meine Karten hingelegt? Na, okay. So, ich glaube, wir haben alle. Und täglich grüßt das Murmeltier. Ja, auf geht's. Karten aufdecken. 74. Zweimal sogar 74. Beide meine Karten haben 74. 75. So, ich deck die Kanone auf. Die sind nicht lustig. Hast du jetzt über zu rein? Ja, ich hoffe, dass sich der Dart bewegt. Okay, die Kanone macht nichts überraschenderweise, was uns irgendwie interessiert. Und der Bate macht Move plus 0, Attack plus 0 mit 50. Katastrophe. Ah, nein, er bewegt sich eh zwei. Ja, Gott sei Dank, ja. Ja. Passt. Das heißt, es ist zuerst der Ande dran und dann der Bate und dann alle ziemlich gleichzeitig. Und nicht das Letzte. Also, Ande. Also ich mache zuerst einmal ein Heal 2. Ich gebe die Erdmagie in den Raum. Braucht ein anderer Heal vielleicht, als ich? Ich nicht. Ich habe zwar nur zwei, aber ich sterbe vorher an Altersschwäche, also Okay. Ich auch nicht. an exhausted. Gut. Nein, der Ande wird es brauchen. Der wird auch noch Ja, kommen. ich werde nicht mehr so lang, ich werde bald erschöpft sein. Ja. Und dann mache ich einen Fernangriff und Ja. sage mal, auch wenn ich ihn nicht erreiche, kriege ich dann diesen Erfahrungspunkt. Nein, du kannst niemand, du hast keinen Fokus, du kannst die Karten nicht nutzen, Sperberger. Du kannst Okay. niemanden angreifen. Das war's. Aber Und ich glaube, ich erzeuge Naturenergie. die habe ich schon gegeben. Das ist Ja. das Wichtige. Deswegen war es gut, dass du das so gemacht hast, Andi. Auch wenn es Ja. nicht das war, was du wolltest. Ja. So, jetzt ist der Bate dran. Er bewegt sich. Sein Fokus ist der Brute. Er bewegt sich Na daher. Er bewegt sich daher. Aber er Ja? tut mir nichts. Nein, er tut niemandem was, diese Runde. So, und jetzt sind wir dran. Der René fängt an mit 69. So, zieh eine Karte, ich mache die Feuer. Neues. Der kriegt. Der kriegt die 2 Punkte Schaden. Okay, dann mache ich ihn das. Dann ist er nur noch auf 16. René, bleib bitte stehen, wo du bist. Bleib auf jeden Fall stehen, wo du bist.
weil ich nächste Runde plus 1 Angriffsbonus gebe auf alle, die benachbart sind Das hatte mir jetzt noch und nicht die so nach weh mir getan. drankommen. So, ich bin dran, weil ich habe 74. Das ist, René, das ist wichtig in dem Fall. Tut mir leid wegen der Münze, aber. So. Ich mache mit der unteren Hälfte von Harmless Contraption, das ist eine Heilung, aber ich verwende sie für zwei Bewegungen und gehe auf dieses Feld hier. Und dann mache ich einen Angriff. Ich setze meine Eagle Eye. Für mich ist das jetzt der letzte Angriff, sinnvoll, den ich machen kann. Ich verwende die Ink Bomb, die obere Hälfte. Das ist eine Attack 4 über Range 3. Erzeugt Dunkelheit, die niemand brauchen kann, aber was soll's. Und ich verwende meine Eagle Eye Goggles, um Advantage zu kriegen. Cool, mach das. So, ich ziehe zwei Karten und hoffe, dass da gute dabei sind. Ja, drei Schaden Na, dadurch. okay. Das ist das Einzige, was ich an Offensivkraft noch beitragen werde können. Aber da gibt Aber es sonst keinen Schadensbonus jetzt, gell, die Runde. diese Runde nicht, aber nächste Runde. Nächste Ja. Runde ist ja die Hauptrunde. Nächste Runde kommt es darauf an. So, die Goggles werden getappt. Diese Karte hier ist lost. Ich kriege noch eine Erfahrung. Die wird discarded. Warte mal, hat sich unserem, also ein bisschen unser Magier. Oh ja, warte mal, hast du dir das Erfahren genommen? Glaube, du hast da vorher eine Karte gehabt, die dir Erfahrung gibt, oder? René? Glaube, die hat eine Erfahrung gebracht, oder? Ich habe es ja gerade Danke, sicher danke, Michi. nachgeschaut. Ja. Und Michi, du bist das Letzte jetzt dran. Bin ich jetzt dran? Okay. Ich verwende die zwei Bewegungen von Unstable daher. Dann verwende ich die Naturmagie, um einen Attack mehr zu bekommen für Avalanche. Mach Und das. mach 5 Schaden. Wir hoffen und beten, dass ich plus 2 Schaden Nein, gratis oder weiß mal zwei. zwei. Mal zwei, genau so Mal ist es. zwei. Aber du wirst wieder ein Patzer ziehen. Ja, Immerhin. plus 1. Es gehen vier durch. Das sind, Ja. gehen vier durch, ja. Er ist schon auf Ja. 9. Und ich Eine, du bekomme kriegst zwei zwei Erfahrungen. Erfahrungen. Und die Karte ist lost. Es ist schon auf 9, Leute. Das schaut wirklich gut aus. Das So. geht ja. Karte quasi wandert zurück. Okay, passt. Das heißt, weil das Gute ist, ich stehe jetzt noch dort und hoffe. Ah, das ist jetzt blöd, weil ich muss nächste Runde muss eine Long Rest machen. Das ist aber okay. Du gibst ihm dann Retaliate-Schaden. Ja. Nein. Na, ich gehe jetzt hinein in den Ich Raum kann mich gegen jetzt nicht ihn. bewegen. Moment, Leute, Leute. So, stopp mal, Nein, bevor wir da jetzt Taktik machen. hinter ich. Die Ja, Runde genau, ist das mache ich. abgeschlossen. Bitte mischt Stacks, wo es notwendig ist. Ich tue die Energie anpassen. Wer hat gerade Energie verwendet? Ich. Mich, welche hast du verbraucht? Natur. Die Natur ist auf Null. So, die anderen beiden. Also Feuer ist noch da für den René, das ist wichtig. Und. Ich komme grün, Nein, nein, relativ stopp früh mal. dran. Nein, stopp. Wer angreift, sollte schauen, dass er jetzt nicht zu früh dran ist. Weil ich gebe meinen plus eins. Mein Plus, mein 1 Bonus ist zwar so früh wie möglich, aber das ist nicht sonder, es ist zwar halbwegs früh, aber nicht sonderlich früh, Ja, ich ja? mache keinen Angriff. Ich mache nur Retaliate. Ganz, ganz kurz nur, ja. Du mit deinem Retaliate. Ganz kurz nur, ja. Ich Ja. habe Retaliate, okay? Ich habe das auch, ja. Wenn, es wäre jetzt super, wenn er mich jetzt einmal haut, weil ich mache eh nur eine Long Rest. Das heißt, ich bin super spät, ich mache eh nichts mehr die Runde, ja. Deswegen wäre es gut, dass er nicht durch mich, also dass ihr nicht neben ihm steht. Sobald ihr jetzt reingeht und neben ihm steht, ja, Ja, bekommt ihr den Schaden. das wollen wir nicht. Wir Ich wollen, kann dass noch der nicht einmal angegriffen wird. tanken. Ja, also keiner geht rein in den Raum. Außer, Das außer, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, wenn er sein Retaliate anwirft, ja. Gut, dann. Okay. Ich meine, ich müsste einen Zug verschenken, um nicht reinzugehen.
Ja, er kann reingehen, ja, passt. Dann geh rein. Okay. Wurscht, es war etwas zu bedenken, was möglich gewesen wäre. Ja. Vielleicht haben wir Glück und der Guard ist sowieso vor euch allen dran. Ja. Kannst du ganz kurz noch bei dieser Retaliate-Karte, die geht es ja jetzt hauptsächlich um die Retaliate-Karte, oder? Ja. Kannst du Also. die zweite Karte an die möglichst, also du möchtest links eine Karte hinlegen, die so spät wie möglich ist. Und rechts die Retaliate. Willst du, dass ich früher oder dass ich spät drankomme? Hast du was anderes aus der Wunde, was du jetzt machen könntest? Wunde ist aber ganz wichtig. Die Wunde ist fast das Allerwichtigste. Ja. Das muss funktionieren. Dann gehe ich möglichst früh ran. Am längsten wird der Andi aushalten müssen. Ich sage euch nur etwas zu meiner Karte, die Wall of Doom heißt. Ich kann damit ein geiles Retaliate machen, ist aber dann weg, da ist so ein X dabei. Stopp, stopp, stopp. Generelle Strategie, Ande. Ja. Du musst so lange es geht überleben. Das heißt, du musst am Ende rumstehen, einige Long Rests einstreuen und deine Karten so lange haben, wie es geht, weil du bist der, der am längsten nicht Also ins ich Haus spiele geflohen kein ist. X. Nichts, was du, wo deine Karte verlierst. Okay. Weil Weil damit. nämlich, ich sag nur, diese Wall of Doom Karte hat Ja, eine richtig, du Wertigkeit musst. als untere Hälfte, nämlich plus 1 Attack zu all meinen Attacks, die will ich eh ungern losten. Ja, aber die willst du auch ungern ausspielen, weil die liegt dann da und kommt nicht mehr in deinen Discard-Pile. Du willst alle deine Karten, die du jetzt ausspielst, direkt in den Discard-Pile immer spielen. Gut, dann mache ich kein Retreat. Auch wenn du wenig tust quasi, aber du bist der, der überlebt, bis der Bate stirbt an seiner Wunde hoffentlich. Genau. Ich kann im Notfall mich Ich wegbewegen, ja? kann hineingehen in den Raum. Nur, René, wenn du früh dran bist, dann wäre es ein Problem. Eine blöde Frage. Ja, ich bin so früh möglich dran und ich habe auch nur noch zwei Karten, ja? Ganz Also. kurz, René. Du möchtest daher, richtig? Oder ist er wohl da oder da? Wurscht, irgendwo daher, okay? Ja. Im Wesentlichen, René, darfst du nicht als erster von uns dran sein. Das ist es. Okay, Also soll ich jetzt eher früh oder eher spät dran sein? Spät. Warte mal. Vor allem, wenn Spät, du okay. angreifen willst. Andi? Andi? Ja. So, warte mal. Du Du machst bist Long Fruit, du Rest bist nicht, jetzt oder? Fruit, gell? Ja, ich mach Long Rest. Du bist Fruit, oder? Ja, Ja. ich bin gut. Wie viele Felder kannst du überhaupt gehen? Ich kann neben ihm in den Raum hineingehen. Die drei Felder. Genau. Und dann würdest du ihn angreifen, oder was machst du? Also, wenn ich keine X-Karte spielen soll, dann greife ich ihn normal mit der Angriffsfunktion an. Also, das heißt, er kriegt keinen Schaden von mir. Ja, außer du ziehst mal zwei oder plus Genau. eins. Ja, Ja. sowas. Genau, Ja, okay, dann machen wir passt. das so. Okay, Und passt. ich komme jetzt spät dran, oder? Oder was war? Ich habe das Nein, du jetzt. musst früher dran kommen, dass du früher in den Raum kommst jetzt, Okay, ja, dass das alles Spell klar. über. Gut, ich gehe früh in den Nein, Raum nein, rein. nein, 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 warte mal. Ich glaube, René, wenn ich das richtig verstehe, ich bin relativ früh dran, ja? Ich bin auch nur relativ früh. Also relativ früh bin ich dran. Okay, notfalls kann der Hartmann einen Schritt zurückgehen. Ja, aber das große Problem ist, wenn der René als Erster dran sein sollte, verlieren wir das Szenario. Und das könnte momentan wirklich sein. Das darf Also, nicht sein. ich Da müssen komme wir so sicher früh wie gehen. möglich dran. Ja, der Michi fällt aus, der kann sich nicht wegbewegen. Es ist wirklich einer von uns beiden. Ich komme so früh wie möglich dran. Ja, wir können es eh nicht beeinflussen Das eigentlich. ist Wir nicht kommen super beide so früh. früh wie möglich Ja, dran. Es genau. kann wirklich sein, René, dass du als Erster dran bist von uns. Dann haben wir ein Problem. Ah, warte mal, Hartmann, kannst du mir die Karte auf die Hand geben? Das könnte ich sogar machen. Stopp. Stopp. Ich muss Moment. meine Beine. Schaut mal nicht hin, ich schaue meine beiden Karten nochmal an. Ja, ich werde das machen.
Dann kann ich mich aber überhaupt nicht bewegen. Wenn Ich du habe dir. nämlich, ich muss ja nicht, ich muss ja, wenn ich jetzt, warte mal ganz kurz, wenn ich jetzt nichts sage, ja, Nein, wie du diese, entscheidest jetzt am Anfang der Runde, dass du die Longrest warte machst. mal, Das es reicht ja, wenn ist. ich mich bewege. Ja, warte, nein, ich brauche jetzt kurz eine Antwort, eine Regelfrage, ja. Muss ich ansagen in der Früh, ich müsste am Anfang die Long Rest ansagen. Du kannst eh nichts anderes machen, du musst die Longrest ansagen, Muss ja? ich die Long Rest Ja, ansagen? du kannst momentan nichts anderes machen. Weiß Du nicht, was musst, damals weil du die kannst Regel keine zwei Karten auf vorgewesen? die Hand nehmen. Du Aber musst muss zwei. ich die Long Rest, wo alles beginnt, ansagen oder erst Start of the Round? Play two cards, gut, In kann ich dem nicht. Fall spielt es keinen Unterschied, weil du Ja, ich kannst kann nichts es anderes nicht. machen. Ja. Ich weiß, ehrlich gesagt, ich kann deine Frage jetzt nicht sicher beantworten, aber es spielt hier keine Rolle. Das heißt, es nützt nichts, wenn ich dir die Karte auf die Hand Ja, geben könnte ja. jetzt. Also vergiss den. Das geht leider nicht. Es würde dich eine Runde, der Plan wäre, dass du eine Runde länger lebst, noch einmal Retaliate machst. Das wird sehr viel ausmachen. Ja, aber das funktioniert nicht. Ja. Aber es ist wurscht, wenn der Brute den Retaliate macht. Also macht er ja nicht. Nein, mache ich nicht. Ja, dann hoffen wir halt, dass die super früh dran ist, die Guard. Ja. Am besten Okay. eins. Deck auf, René, sag mir deine Initiative. Meine 37. Scheiße. Echt. Aber ich bin weg. Ich habe 20. Na Gott sei Dank. Das wäre jetzt was gewesen. Ich könnte es ja bei 36, 37 sagen, das ist früh. Das ist nicht einmal relativ früh. René, wir haben es eh beide Nein. ungefähr gleich Ist beschrieben, nicht. gell? Decken wir mal den Party auf, oder haben wir das schon gemacht? Nein. Oh Sehr viel drin, 55, ne, das ist eine Chance. Strength. Ja, das macht keinen Ja. Unterschied. Wie viel Schaden er macht, ist wurscht. So, ich decke die Kanone auf, Gaudi halber. Die macht nichts, okay. So, jetzt schauen wir alle Karten genau an, ob uns noch tolle Sachen Ich komme zuerst dran, oder? Genau, ich gehe jetzt einfach rein. Punkt. Ich gehe rein und ich erzeuge Windenergie dabei. Mal zeigt der Schatten an, mal nicht. Na gut. Und jetzt haue ich ihn mit 2 und werde eine Karte hier nehmen und umdrehen. Kein Ja, Schaden. kein Schaden, okay. Ist so. Dann mache ich eine Short Rest. Warte, so weit sind wir noch nicht. Okay. Gut, dann bin ich jetzt der René dran. Ja. Schade, dass du einen Angriffsbonus nicht kriegst, weil du eins von mir dran bist. Das ist okay. Wunder, ja. So, ich gehe Gut, mal sehr das gut. Feuer weg und du ziehst eine Karte. Mal zwei, mal zwei. Kein Patzer, bitte mal zwei. Ganz Er kurze kriegt Rate, einen du Schaden machst und eine bitte keine Wunde. Short Rest, gell? Bist du das eh klar? Ja, Ja. das ist gut und wichtig. Ja. Dann bin ich dran. Also mein Plus 1 Attack ist nichts. Das kann ich niemandem das sinnvoll geben. Aber was ich tun könnte, ist noch den Andi heilen, weil der wird am längsten rumstehen und der braucht alle Lebensenergie, die er Ich habe hat. jetzt auch nicht mehr so Und viele Karten, ganz du. kurz, der Andi macht keine Short Rest. Das ist ganz wichtig. Ich muss eine Nein, der machen. Ich macht, habe keine nein, du machst, Handkarren. Nein, der du machst macht so Long keine. Rest. Du machst Long Rest, auf jeden Nein, Fall ich Long mache Rest. keine Long Rest. Doch, machst du. Doch, Nein, mache weil ich damit nicht. lebst du länger, Ich bis er mache die keine Wunde Long ihm Rest. killt. Warum, Andi? Ich mache keine Long Rest. Aber erklär uns den Grund. Mach sie Nein, nicht. nein, warte ganz kurz, die Bonuskarte, die du in der Hand hast, ja? Wenn Ja? wir das Szenario gewinnen, bekommst du mehr als diese Bonuskarte. Wenn wir das Okay, Szenario ich mache eine verlieren, Long bekommst du Rest. auch diese Bonuskarte nicht, ja? Okay, Andi, ich heile dich nicht. Ich mache noch einen Angriff 3. Ich Ja, sehe, ich mach habe das. den Ja, im mach das. Fernkampf einen
Angriff 3, vielleicht habe ich ja Glück und das kann einen Unterschied machen, wenn ich ihm jetzt ein oder zwei Schaden mache. Schauen wir mal. Ich decke die Karte aus. Mal zwei, mal zwei. Ja, Komm mal schon, zwei, wäre ein Baby. Traum. Ein Bam, ich Schaden, nehm's. immerhin. Jeder Schaden kann es machen. Boah, es ist urknapp. Jetzt kann ich mich noch zwei bewegen. Nein, jetzt kann ich, weil es eh wurscht ist, jemanden von euch seine Karten recovern lassen. Jetzt in dem Punkt. Bringt das für irgendjemanden Für von mich euch bewegt das irgendwas? Spiel. Ja, dann mache ich es für Ande. Beim Ich Ande ist es kriege super wichtig. meine die vier Karten auf die Hand jetzt wieder, Ja, oder? das ist perfekt. Ja, natürlich. Ah, scheiße, er ist nicht der Jason. Nein, er ist weggesprungen, Ja. ja. René, hilft es bei dir irgendwas? Du hast. Ah, Moment, Hartmann, was ist, ganz kurz, was ist, warte mal, Ja. ganz kurz, ne? Wenn du mir jetzt die Karte auf die Hand gibst, habe ich in meinem Discard-File Ach, keine Karte. das ist tricky, ja. Aber Ja, ich das ist glaube, beim erlaubt. René macht es einen Unterschied, weil der René kann auch Schaden machen mit den Karten, die ich ihm jetzt gebe. Und er verliert eine weniger. Nein, ich mache das jetzt beim René. Wir denken, das ist eine interessante Regelfrage, aber ich denke die gar nicht Ja, an. okay. Also ich verliere diese Karte. René, du kriegst jetzt sofort deine alle Discarded Karten auf die Hand. Ich krieg zwei Erfahrung. Und ich bin auch sehr am Sand jetzt. Bedenke nur, du hast nur mal einen Zug dann, gell, mit drei Karten. Wer, Du hast ich? nur, nein, Ja. der René. Nee, ja. Aber in dem Einzug kann er was Na, machen. er hat gesagt, er möchte sich plus zwei Schaden geben. Ja, Das geht nein, das plus nicht. zwei Schaden vergibt. Okay, ja. Ich glaube, der Bate ist dran. Wir sind alle fertig. Die Kanone macht nichts. Warte macht mit 55. Zuerst Move braucht er nicht machen, weil er eben neben seinem Fokus steht. Der Fokus ist der Ande. Weil der Ande hat die niedrigere Initiative. Er greift also den Ande mit Attack plus 0 an. Sein Angriffswert ist 3. Ich ziehe eine Karte für ihn. Ich habe schon Okay. minus eins. Nein, das kommt erst nach dem Angriff. So. Das gilt für seine nächste Runde. Jetzt kriegt er Strengthen. Nächste Runde hat er Advantage. Ganz kurz, er hat minus eins und hat da Ah ja, die minus Andi 1 hat müssen wir ihm auch. geben, ja. Nein, Moment. Ja, das ist mir. Und jetzt kommt das Retaliate, das der Michi auch noch meint. Ich Und er krieg hat. einen Schaden, oder? Er hat kein Retaliate, oder? Ich habe keinen repariert. Eben, er hat ja keinen Retaliate. Hattest du nicht die Karte mit Retaliate gespielt? Ach Ich, so, die nein. sollte ich nicht spielen. Nein. Okay. Ich sollte sie nicht spielen, weil ein Ja. X drauf war. Ja, ich habe nicht gerechnet. Er hat ein Schild, er verliert nur Ich ein krieg einen Leben. Schaden. Ich verliere Ja, ein Leben. ein Leben und der Marker geht um eins weiter. Damit kriegst du, glaube ich, auch eine Erfahrung. Ja, genau. Wunde haben wir ihm gegeben. Er ist jetzt Pass auf auf, 7. jetzt will ich noch wissen, was der Unterschied, warum ich jetzt keine Short Rest machen soll. Weil ein Long Rest Okay. bringt nichts, außer dass er auf mich draufhaut und Long ich nichts dagegen Rest. machen Long kann. Rest verbraucht deinen gesamten Zug. Das heißt, du stehst in dem Zug rum und du lebst eine Runde länger, bevor du alle deine Karten verloren hast. Short Rest gibst du eine Karte aus dem Ja, Discard Pile ab. okay, die Wunde ist es, gell? Genau. Und du bist derjenige, der am längsten überleben muss. Es ist aber die Frage, ich möchte eins sagen, es ist schon die Frage, ob er den Retaliate die Karte nicht ausspielen will, wer macht zwei Schaden bei jedem Melee-Angriff, den er bekommt. Also Also, es weißt sollte du. dann die Runde.